Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Map Green Hills Anwesen an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Jamport 72, gibt es nur für PC und Mac. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um auf dieser Karte spielen zu können. Nun, bei der Green Hills oder beim Green Hills Anwesen handelt es sich um eine UK-Karte, also sprich um eine britische Karte, die vom Spielablauf so der No Man's Land ähnlich ist, sage ich es mal so. Ihr habt keine Multifrüchte hier mit dabei. Wir haben insgesamt 4 Felder auf der Karte, die schon fertig sind. Wir haben 57 kaufbare Ackerfelder. Wir haben 2 Forstgebiete mit dazu. Wir haben ein paar Verkaufsstellen, aber auch die können wir an der Hand in dem Fall abzählen. Je nachdem, wie man das Ganze hier sehen möchte, sind es zwischen 2 und 3 Verkaufsstellen mit dazu. Und ansonsten das übliche Standard-Equipment bzw. Standard-Trigger, was sich so auf jeder Karte befinden sollte, also Verkaufsstellen, eine Tankstelle, ein Shop, Viehhandel etc. pp. Wir haben für diese Karte extra Nummernschilder, also sprich UK-Nummernschilder, also diese gelben Nummernschilder mit dabei. Plus wir haben das Ganze für Precision Farming auch noch vorbereitet. Wir haben eigene Bodentexturen oder benutzerdefinierte Bodentexturen, die wir malen können, und auch noch Sträucher und Co. Ebenso haben wir da noch Sägewerk etc. etc. mit drin. Lasst uns das Ganze mal anschauen. Ihr seht schon mal auf der PDA-Map, ne, wir sehen hier diese 4 Felder, unten 2, oben 2 und das war's mit drin. Der Rest sind halt diese kaufbaren Länder, die wir hier nutzen können. Die kosten je nach Größe dementsprechend auch gar nicht wenig Geld, wie ihr hier seht, aber die sind halt einfach nur grün, also sprich, da ist nichts drauf, beziehungsweise da ist nur Wiese mit drauf. Und daher auch das No Man's Land ähnliche, ihr müsst euch hier eigene Felder erstmal wieder erarbeiten. Generell starten wir auf Schwierigkeitsgrad einfach, hier mit Feld 1 und Feld 2, was uns gehört, und rechts hier ist unser Spawnpunkt. Da ist auch gleich ein Händler mit dazu, was in dem Fall einfach nur hier eine Lagerhalle ist, und hier steht auch schon ein bisschen Startequipment rum. Der kleine Deutz mit Schneidwerk und Anhänger, dann haben wir hier einen Marcel Ferguson Traktor, ein kleiner Kipper, eine kleine Saatmaschine, ein Düngerstreuer, Kalkstreuer, ein Pflug und ein Gewicht. Das war's. Das gibt euch das Spiel in dem Falle vor, und den Rest ist euer Glückes Schmied. Der Modder selber hat angemerkt, es gibt auf der Karte keinen KI-Verkehr, keine KI-Leute und auch keine Sammelstücke, also sprich, die Map ist in dem Falle clean, ne? Hier passiert in dem Falle nichts weiter, und ihr seht, wenn ich mich jetzt schon hier auf der Strecke bewege, nach links und rechts, das ist alles voll mit Wiesen. Das kann mal abseits davon, wenn ihr so Silage-Party machen wollt, ist das relativ praktisch, weil das ist alles hier als Feld mehr oder weniger anerkannt. Ihr seht mehr oder weniger, wenn ich jetzt hier einmal drauf bin, ihr seht, da haben wir jetzt unten rechts keine Info dazu, dass der hier irgendwie sagt, okay, das ist jetzt ein Feld, aber das ist halt Gras, was ihr abmähen könnt, rein theoretisch gesehen. Und somit könnt ihr halt einfach hier riesen Silage-Partys draus machen. Diese Felder, die hier angelegt sind, die sind als Feld in dem Falle auch hiermit definiert schon vorab, und die gehören euch ja auch schon, sprich, da könnt ihr auch damit arbeiten. Da unten haben wir dann auch so eine Art, naja, Hof will ich es jetzt nicht nennen, wir haben einen Unterstand, der genutzt werden kann, und eine uralte Scheune hier, die schon auseinanderkracht, wo man rein theoretisch gesehen auch noch irgendwas drin abstellen kann. Na, aber das ist so ein Platz hier, und das war's. Und der Rest der Karte muss im Endeffekt von euch selber bewirtschaftet werden. Also sprich, Ackerfläche kaufen, Pflug anlegen und dann halt Felder draus zimmern. Das funktioniert hier vielleicht sogar einfacher wie auf der No Man's Land oder ähnlich vergleichbaren Karten, weil, ich nenne es immer mal typisch britisch, ne, die Felder sind hier teilweise immer schön, naja, mit Büschen und Co. eingezäunt. Also man sieht immer gleich relativ, wo es laufen hier die Grenzen der einzelnen Ackerflächen, die ihr euch kauft, halt entlang, und das ermöglicht natürlich ein bisschen präziseres Arbeiten, wenn ihr da Felder mit anlegt. Ihr könnt natürlich da auch normale Produktionsflächen draus ballern, das ist euch ganz überlassen, ne? Das Spiel schreibt euch da, oder die Karte schreibt euch in dem Falle hier nichts vor. Ihr seht hier und da ein paar Verkaufsstellen, die sind jetzt auch relativ unspektakulär, sind halt hier ein paar Hallen, Abladetrigger fertig aus, dann habt ihr hier noch ein bisschen Freifläche zum Beispiel, die ihr mit nutzen könnt, und der Rest ist dann hier wieder, ne, übersät, entweder mit Bäumen oder halt mit Wiese, die ihr dann kaufen könnt, runterhoppen könnt und da halt euer eigenes Zeug halt mitmachen könnt. Natürlich, Ballenverkauf ist auch mit dabei, ist klar. Ansonsten halt Standardverkaufsstellen, so wie man sie halt generell halt kennt. Und der Rest ist halt Wiese, 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 Wiese und Wiese.
Es gibt auch überall hier, naja, Straßen will ich es jetzt nicht nennen, Feldwege, ne, die zu den jeweiligen Grundstücken führen. Also sprich, darum müsst ihr euch separat nicht kümmern. Das gibt euch die Karte dann mehr oder weniger vor. Es ist aber in dem Falle möglich. Ihr seht das Ganze hier je nachdem. Also manchmal ist es möglich, manchmal ist es nicht möglich, die ganzen Dinger dann auch noch zu übermalen bzw. zu überschreiben. Und da von mir aus auch eigene Wege mit hinzuzimmern. Ne, funktioniert aber halt nicht überall. Müsst dann gucken, wie die Sektoren, die ihr da kaufen könnt, da gelegen sind und ob das da mit drin ist oder halt nicht mit drin ist. Ansonsten ist das Ganze halt hier freie Wildnis, wie man es halt auch von der No Man's Land kennt. Ne? Es geht mal ein bisschen höher, es geht mal ein bisschen runter, also Gefälle und Co. ist in dem Fall alles mit drin. Ne? Es geht auch hier ein bisschen weiter nach oben, dann in die, naja, Forst Area, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Es gibt ja zwei Waldgebiete. In dem Falle, da habt ihr dann hier oben auch wieder das klassische Standardsägewerk. Mit dazu haben wir es ja auch schon allzu oft gesehen. Ja, und hier und da stehen halt ein paar Bäume. Ihr könnt natürlich auch selber einen Wald halt setzen. Dafür habt ihr ja dementsprechend das Tool zum Malen. Apropos das Tool zum Malen. Hier haben wir noch 3 und 4. Ne, seht ihr, da ist auch dementsprechend schon ein bisschen was drauf. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter nach unten. Hier habt ihr dann eine Freifläche, wo, also fast eine Freifläche, wo hier zwei Hallen stehen. Die könnt ihr theoretisch wegreißen, sind Standardhallen, wo ihr dann zum Beispiel euren Hof oder so mitbauen könnt. Ist halt ja gleich alles mitgegeben. Das ist schön. Ich kaufe die Fläche in dem Falle jetzt mal, sofern ich das Geld dafür habe. Muss ich gerade nochmal kurz hier an Geld einstellen. Sehr schön. Dann zeige ich euch nämlich mal die benutzerdefinierten Texturen. Ihr geht einmal ins Baumenü rein, geht unter Landschaftsbau, geht unter Malen und dann seht ihr schon, steht euch hier eine ganze Menge zur Verfügung, was ihr hier halt hier mit malen könnt. Ich mache das Ganze jetzt hier einfach mal groß, ne, von verschiedenen Bodenflächen, die hier mit dabei sind, über verschiedene Grasflächen. Ne, könnt ihr mitmalen, alles was so ein bisschen dunkler ist, also in Richtung Schotter, in Richtung Stein und Co. Mitgeht. Ne, alles hier mit dabei, das Ganze auch ein bisschen mit Gras versetzt, das Ganze mit Moos versetzt. Ne, ne, also da ist einiges mit drin, was ihr dafür nutzen könnt. Das ist ganz nett. Ne. Da könnt ihr euch in dem Falle ein bisschen austoben. Ihr seht, das ist ja Wasser, ne? Das ist so ein bisschen feucht, also unter Wasser in dem Falle gesetzt. Ne? Ihr habt solche Borddinger hier noch, solche, wie nennt man das, Pflaster stehen mäßig, ne? Cobblestones hier mit drin. Ansonsten halt normaler Beton, normaler Matsch. Ne? Selbst solche Bricks hier habt ihr noch mit drin. Na, also könnt ihr euch in dem Falle schon an sich nicht schlecht austoben, muss man sagen. Das ist alles mit dabei. Ansonsten unter Bäume habt ihr hier noch benutzerdefinierte kleinere Dinger oder halt auch Büsche halt hier mit dazu, je nachdem wie ihr das Ganze handhaben wollt. Da ist ein bisschen was benutzerdefiniertes drin, gerade hier was die Pflanzen und so angeht. Da habt ihr ein bisschen mehr Vielfalt mit drin, was das normale Spiel ansonsten so nicht mit hergibt. Ne? Also eigentlich das, was man auf so einer Karte, wo gesagt wird, ja, tob dich aus, mach was Eigenes, eigentlich so zu bieten haben sollte. Und das ist hier, neben Standardblumen, ist das hier mit drin. Ne? Aber ist halt ein spezieller Spielstil, ne? Das ist klar, also da müsst ihr Bock drauf haben, weil das hier sehr viel Arbeit ist, die ihr hier selber mitmachen müsst, aber ist ja für den einen oder anderen vielleicht die Herausforderung im Spiel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es das hier gewesen. Thema Lok ist sauber. Die Karte bietet jetzt allerdings auch nicht so viel, dass man sagen kann, ne, das ist jetzt hier besonders anfällig für irgendwelche Fehler. Der nächste Vorteil an solchen Karten ist natürlich wieder, wir haben hier eine relativ kleine Map-Größe, also sprich 75 MB, was Dateigröße angeht. Das ist sehr überschaubar und die Ausmaße ist halt hier eine Standard-Map, also nicht vierfach. Ja, könnt ihr euch austoben, wenn ihr Bock drauf habt auf sowas. Wenn nicht, könnt ihr es auch getrost überspringen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.